Ja, beim Klischee. Lachen ist gesund, würde ich sagen. Ja, genau. Wir stehen ja auch nicht so oft vor der Kamera, insofern können wir auch ein bisschen lustig sein. Ja. Genau. Herr Fischer, Sie sind ja Kognitionswissenschaftler. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? Okay, Kognitionswissenschaftler kommt von Kognition. Kognition ist Wahrnehmung. Das heißt, der Kognitionswissenschaftler beschäftigt sich mit Wahrnehmung. Im Generellen, man spricht auch von den Neuronen von Kognitionswissenschaften, also die Frage, wie Wahrnehmungszusammenhänge stattfinden in Bezug dann auch mit Hirnfunktionen. Für mich, in meinem Fall, könnte man sagen, ich habe ein Spezialgebiet, Kognitionswissenschaftler. Ich habe mich eben sehr früh schon auf Bewusstseinstechniken, also östliche Bewusstseinstechniken, westliche Entspannungstechniken spezialisiert und eben diesen Bereich untersucht, wie Bewusstseinstechniken einwirken auf das System, kognitive System, und welche Veränderungen dort stattfinden durch beispielsweise Meditation oder Yoga. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit diesem Thema? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren tätig. In diesem Gebiet ist mein, könnte man sagen, mein Forschungsschwerpunkt. Sowohl privat oder persönlich experimentell, dass ich selber diese Techniken praktiziere, weil man dann einen authentischen Zugang bekommt, und zwar jetzt natürlich dann Theorien, die es dazu gibt, Forschungsergebnisse, die es dazu gibt, speziell dann in den 90er Jahren, die Neurowissenschaften, die da sehr viel schon herausgefunden haben, wie einzelne Hirnareale durch diese Bewusstseinstechniken aktiviert werden und wie die sich auch verändern. Ja. Also okay, das würde also, wenn ich mir das Slide jetzt mal vorstelle, jemand, der regelmäßig meditiert, verändert was an seiner psychischen Struktur, an seiner psychischen Ausstattung, und man kann das wahrscheinlich vorher ein bisschen erheben, anhand von Fragebögen kann man bestimmte Werte erfassen und dann schauen, wie sich das im Laufe einer mehrjährigen Meditationspraxis entwickelt und auch verändert. Ja, genau, also es gibt klare Untersuchungen. Ich glaube, die Untersuchungsgrundlage oder die empirische Grundlage ist sehr klar, sehr eindeutig, dass die Techniken etwas mit uns machen, und zwar einen positiven Effekt auf uns haben. Wir können das machen über sogenannte standardisierte Fragebogen. Interviews kommen dann dazu, und das ist jetzt der neueste Schrei, man schaut dann in das Hirn hinein und guckt, wie das Hirn verändert. Auch da gibt es mittlerweile sehr erstaunliche, könnte sagen, fast bahnbrechende Forschungsergebnisse, die also total, mich total begeistern, auf jeden Fall als Wissenschaftler. Ja, ich finde das sehr unglaublich, dass man das mittlerweile auch nachweisen kann. Nicht nur, dass die Leute darüber berichten, sondern dass man es wirklich wissenschaftlich, empirisch nachzeichnen kann. Hier findet eine Veränderung statt, und zwar zum Positiven. Und könnten Sie aus diesen Untersuchungen auch sagen, welche Art von Veränderungen stattfinden? Im groben Rahmen, wir haben einerseits den Zweig Entspannung, Entstressung, Stressmanagement, Geistesruhe, emotionale Ruhe, auch auf der Körperebene eine muskuläre Entspannung. Das ist der eine Bereich, und wir haben auf der anderen Seite, man könnte sagen, eine psychische Veränderung oder Verbesserung, beispielsweise solche Items wie Wohlbefinden, Freude, Glücksempfinden, bis hin dann eben zu kognitiven Funktionen, zu Genauigkeit, Konzentration, bessere Leistungen, sagen wir mal bei Studenten, akademische Leistungen, das lässt sich sehr gut nachweisen mittlerweile, oder halt eben auch dann im Beruf, dass man dort leistungsfähiger wird. Da sind ja jetzt schon viele Sachen angesprochen. Wenn man jemanden, der sich bisher noch mit Meditation gar nicht beschäftigt hat, wenn man ihm erklären wollte, warum macht das für dich Sinn, dich mit Meditation zu beschäftigen, dann gibt es ja demzufolge ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte im heutigen Leben, warum Menschen Meditation nutzbringend für sich anwenden können. Ich sage denen dann immer, um es kurz zu halten, zwei Ziele, die wir erreichen wollen in einem Kurs. Der erste ist eine größere Achtsamkeit oder Geistesklarheit, und das zweite ist Wohlbefinden. Und ich glaube, das sind
zwei Dinge, mit denen jeder Mensch was anfangen kann, jeder sagen kann, ja, da möchte ich auch mit dabei sein. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich beschäftige mich mit Meditation, ich möchte vielleicht auch beginnen, regelmäßig zu meditieren, wie viel Zeit zum Beispiel muss man denn jeden Tag dafür einplanen? Gut, wenn man es täglich hinbekommt, das ist schon eine Leistung, es täglich zu tun. Ich sage immer so viel wie Zähne putzen. Mhm. Ja, in der Regel, wir putzen uns zweimal am Tag, so wie es zumindest von den Zahnärzten empfohlen, zweimal am Tag putzen wir uns die Zähne. Man sagt 3 bis 5 Minuten. Gehen wir davon aus, dass wir 10 Minuten meditieren. Das würde reichen für den Anfang, um, wenn man es täglich macht, sehr schnell, bereits schon nach 2, 3 Wochen, kann man erste Veränderungen in seinem Verhalten, in seinem Denken, in seiner Wahrnehmung bereits schon feststellen. Es gibt ja viele verschiedene Meditationsmethoden. Wie findet man für sich die richtige? Ausprobieren. Wenn ich jetzt aber gar keine kenne, was ich noch kenne. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal gucken, welche Anbieter gibt es auf dem Markt, was kann ich machen. Tripada Akademie wäre ja so eine solche Möglichkeit, wir bieten es hier eben an. Und ja, vorbeikommen, ausprobieren, schauen, spüren und dann stellt man fest, welcher Zugang es tatsächlich ist. Es ist tatsächlich eher ein körperorientierter Zugang oder gehe ich über den Atem. Also es gibt verschiedene Meditationsobjekte, ich kann auch mit den Emotionen arbeiten, ich kann auch in Bewegung arbeiten, also Meditation in Bewegung arbeiten. Oder ich kann eben auch direkt geistzentriert mit dem Geist arbeiten. Also da gibt es verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten. Hier bei der Tripada Akademie in dieser Meditationsreihe werden wir halt eben alles kennenlernen. Gut, jetzt sind bei uns mit Ihnen zusammen 6 Seminare geplant. Eingangs hatte ich schon gesagt, dass die Meditation ein Schwerpunktthema in diesem Jahr ist und auch mit ins nächste Jahr hinein. Am 11. und 12. Mai ist das erste Seminar mit Ihrer Leitung. Was würde uns denn da erwarten? Was machen wir da? Ja, die Idee dieser Meditationsreihe ist ein kontinuierlicher Aufbau von Meditationen, die, ich sag mal, vom leichtesten, vom einfachsten zum eher subtileren oder schwierigeren hinführen. Was wir in der ersten Seminar machen werden, ist zunächst einmal Körperwahrnehmung, der sogenannte Bodyscan. Körperwahrnehmung, es fängt dort an, der Körper ist auch das, was wir in jedem Moment haben, in jedem Moment spüren. Und von dort aus werden wir dann weitere Vertiefungen bringen. Die nächste Stufe wäre dann eben das Hineinbringen des Atems, eine ganz wichtige Funktion. Dann gehen wir zu den Emotionen, das ist schon ein bisschen schwieriger, es ist nicht mehr so ganz so klar, eher so ein bisschen oft unklar, diese Emotionen, aber auch dort kann man sehr gut arbeiten und auch tatsächlich dann Persönlichkeitsveränderungen herbeiführen. Und dann am Ende der Reihe würde dann tatsächlich der Geist stehen. Das, was in manchen Traditionen als erstes kommt und was wahrscheinlich auch vielen Leuten Schwierigkeiten bereitet, weil das Subtilste ist, was nicht sofort greifbar ist. Und wir fangen hier mit dem Greifbaren an, dem Körper. Die Seminarreihe heißt ja, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, Streifzüge durch die Bewusstseinstechniken des Yoga, des Buddhismus und der westlichen Kultur quasi. Scheinbar die Verbindung zu den westlichen Methoden. Wir haben Methoden aus dem Yoga, aus dem Buddhismus und es gibt auch im Westen verwandte Methoden. Welche zählen dazu und welche Rolle spielen diese Methoden im Laufe der Seminare? Ja, was wir versuchen ist, schulenübergreifend das Thema Meditation aufzuspannen. Man könnte auch sagen, Meditation, wir können von Achtsamkeit sprechen. Wir versuchen achtsam zu sein und hier hat beispielsweise westliche Konzepte wie das autogene Training hier in Deutschland. Herr Schulz hat das in Anführungszeichen erfunden und im Amerikanischen haben wir dann eben beispielsweise Jakobsen mit dem progressiven Muskelentspannung. Das wären zwei mögliche Verfahren. Tatsächlich, Schulz hat konkret aus dem Yoga und aus dem Buddhismus Techniken zusammengeführt und sie anwendbar gemacht für den Westen. Und insofern finde ich das ganz spannend, dass man auch vielleicht diese Grundlagen nochmal
erhält und tatsächlich feststellt, dass viele Komponenten, die wir in dem einen, in der einen Technik finden, auch wieder in der anderen, auch dort wiederfinden. Ja. Und das herauszuarbeiten, das auch zu erfahren und zu sehen, dass es eine gemeinsame Grundlage gibt, nämlich die Achtsamkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, im Rahmen dieser 6 Seminare eine Ausbildung zu machen zum Meditationskursleiter. Mhm. Wie haben wir uns das vorzustellen? Ja, die Idee ist, dass die Meditationskursleiter mit den Teilnehmern gemeinsam das Wochenende bestreiten und es gibt dann weitere Extrastunden für die Kursleiter, wo man dann spezifische Themenstellungen, beispielsweise didaktische Schritte, Anleitungen und so weiter bespricht. Es gibt dann auch im nachfolgenden Hausaufgaben und weitere Informationen von wissenschaftlicher Seite, sodass man also tatsächlich am Ende dieses einen Jahres eine solide Grundlage hat, wo sowohl auf der einen Seite das Experimentelle oder das Erfahrungswissen vorhanden ist und auf der anderen Seite eine solide Basis eines wissenschaftlichen Fundierung hat. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann kann im Prinzip jeder auch ohne Vorkenntnisse an diesen Seminaren teilnehmen und für sich da die Meditation entdecken, für sich eine Meditationsmethode entdecken und auch unter Ihrer Anleitung auf diesem Weg dann ein bisschen voranschreiten. Ja, also man muss keine wissenschaftlichen Bücher über Hirnaufbau und so weiter studieren, um hieran teilzunehmen. Im Gegenteil, die Idee ist, dass es gerade für Menschen, die Interesse haben an Meditation, ein offenes Forum ist. Das heißt, jemand, der ganz neu einsteigt, ist herzlich willkommen. Darüber hinaus, wenn es Menschen gibt, die bereits schon Vorerfahrung haben, das heißt schon ein bisschen erfahren und fortgeschritten, aber auch hier in diesem Programm etwas für sich finden. Aspekte, vielleicht neue Aspekte finden, die so auf diese Art und Weise noch nie vermittelt worden oder gesagt worden sind. Und also wir werden eine ganze Bandbreite von verschiedenen, könnte man sagen, Erfahrungsleveln anbieten, aber es wird jeder mitkommen. Das ist, so soll es sein. Können wir denn auch zum zweiten Seminar noch einsteigen? Ja, also man könnte, die Idee ist, diese 6 Seminare, dass sie modular aufgebaut sind. Ja, man kann, also das gesamte Programm kann man durchlaufen, dann hat man tatsächlich ein umfassendes Wissen, eine sehr gute Grundlage, um dort weiterzugehen. Tatsächlich kann ich aber auch, weil es modular aufgebaut ist, dann in einzelne Bereiche hineingehen, wo ich sage, das interessiert mich. Mhm. Ich möchte vielleicht mehr auf den Atem gehen oder mit Emotionen arbeiten, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz. Mhm. Das würde mich interessieren. Oder aber dann, könnte man sagen, die eher fortgeschritteneren Punkte, auch dann Wahrnehmungsaspekte, wenn es dann in die geistzentrierte Meditation hineingeht. Und dann tatsächlich in die Wahrnehmungstheorien des Buddhismus beispielsweise, dass man sagt, ja, das interessiert mich, da würde ich gerne teilnehmen. Ja, das ist beides möglich. Und die Idee, die wir haben über diese 6 Module, ist, dass wir immer zwischendrin 2 Monate Pause haben. Das heißt, das, was ich gelernt habe in dem ersten oder zweiten Seminar, kann ich nun für mich auf der experimentellen Ebene nachvollziehen mit dem Input, den ich habe, und dann beim nächsten Mal gleich dort weiter ansetzen, weitergehen. Man könnte auch sagen, wenn man das gesamte Programm hat, man gleichzeitig auch eine Art Coaching, mentales Coaching. Ja, das heißt, ich kann meine Erfahrungen, sowohl die Erfolge wie auch, ja, es ist Trial and Error, auch die Fehlversuche, die ich habe, das miteinander besprechen und sehen, was ist eigentlich mein Weg und wo geht es lang. Und tatsächlich am Ende dieses Jahres eine wirklich gute, umfassende Ausbildung, Wissen da ist, dass ich dann für mich selber, man könnte sagen, in so einer Art Self-Empowerment-Ansatz, dann für mich selber meinen Weg gehen kann. Die Idee ist tatsächlich ein offenes Forum zu bieten und tatsächlich auf die verschiedenen Levels einzugehen, sodass derjenige, der ganz neu ist, nicht abgehängt wird, sondern mitkommt in seinem Tempo, aber derjenige, der bereits schon Vorwissen hat, auch nicht das Gefühl hat, so, ich bekomme jetzt den alten Brei aufgewärmt, sondern tatsächlich neue Aspekte, die mir vorher vielleicht nicht so klar waren,
dass ich hier nochmal einen neuen Input bekomme. Jetzt beschäftige ich mich schon lange mit Yoga und meditiere auch jeden Tag und habe auch viel mich theoretisch damit beschäftigt. Und ich bin sehr gespannt auf diese Seminare und sehr gespannt darauf, wie sich meine Wissenslücken noch weiter füllen und ich da also noch mehr Informationen und mehr Input bekomme. Also auch, obwohl ich mich schon lange damit beschäftigt habe, bin ich also sehr, sehr neugierig auf diese Seminarreihe. Ja, das bin ich auch. Ja, weil jedes Seminar ist im Grunde genommen ein Abenteuer. Wir haben einfach mit Menschen zu tun und Menschen haben Fragen. Und ich bin einfach in meiner Art und Weise teilnehmerorientiert. Das heißt, wenn bestimmte Fragen kommen, dass ich auch versuche, darauf einzugehen. Und insofern ist jeder Kurs anders. Es gibt bestimmte Grundmodule, die ich überall reinbringe, aber dann aus den speziellen Fragen versuche ich auch entsprechende Antworten zu generieren. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns am 11. und 12. Mai. Ja.